Torschuss in der Nachspielzeit und es ist Kapitän Marek Suchy, der das 1:1 schießt. Doppelpass. Elionussi, Zuffi, Elionussi. Und Suchy kann sich vorbeischieben an Markus Diniz. Wieder ein spätes Gegentor für Lausanne. Und Janko schießt sogar noch das 2:1 für den FC Basel. Irre Nachspielzeit. Zwei Tore innerhalb von weniger als 2 Minuten. Celestini kann es nicht glauben. Basel dreht die Partie.